Aufgrund seiner schwachen Saison ist der Marktwert von Sadio Mane stark gesunken. Die senegalesischen Hoffnungen unter dem neuen Bayern Trainer Thomas Tuchel für bessere Zeiten von Christian Missi also hatte sich die Bayern ihre Hammerverpflichtung nicht vorgestellt. Star-Newcomer Sadio Mane ist zu einem Problem des Kindes geworden. Die aktuelle Aktualisierung des Internet-Portal-Transfermarkt zeigt einen enormen Rutsch von 60 Millionen auf 45 Millionen Euro. Sogar Bitter Mane ist der größte Marktwert des Bundesliga im März. Glück, Sadio Mane hat die Erwartungen noch nicht erfüllt. Der Marktwertcrash ist ein Beweis für Manes unglückliche erste Bayern-Saison. Laster Sommer war die Senegalese eine große Hoffnung auf Liverpool FC in Mitte November. Er schloss jedoch einen Sehnenriss auf den Stoffkopf ab und verpasste daher auch den Senegal-Weltmeisterschaft in Katar mit dem Senegal. Danach konnte Mane überhaupt nicht in Gang kommen, und so schalt der Trainer, der seit Freitag vor dem gesamten Team freigelassen worden war. Nur wenige Momente glänzender, schlechter Laune. Der Wechsel des Trainers von Nagelsmann zu Tuchel sollte auch zu einer Trendumkehr für Mane werden.